Aggiornamento, also die Anpassung an heutige Verhältnisse und die Bezeichnung der katholischen Kirche als pilgerndes Volk Gottes. Zwei Formulierungen, die eng verbunden sind mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der größten Kirchenversammlung des 20. Jahrhunderts. Und damit willkommen bei der Orientierung. Eröffnet im Oktober 1962 von Papst Johannes dem 23., ist das Konzil am 8. Dezember 1965, also vor ziemlich genau 50 Jahren, unter der Leitung von Papst Paul dem 6. zu Ende gegangen. Die Beratung der Bischöfe aus der ganzen Welt hat Veränderungen und Erneuerungen gebracht, die für viele Katholikinnen und Katholiken heutzutage selbstverständlich sind. Sandra Sabo über die damalige Aufbruchsstimmung und den Auftrag, den viele auch heute noch damit verbinden. 3 Jahre und 3 Monate lang hat es gedauert. Rund 3000 Kirchenmänner aus aller Welt haben daran teilgenommen. Das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren war das bedeutendste kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts. Mit diesem Konzil hat die römisch-katholische Kirche ihr Verhältnis zu den anderen christlichen Kirchen und zu anderen Religionen auf einen neuen Weg gebracht. Nach dem Konzil, die sogenannten Jazzmessen wurden populär und brachten neuen Schwung. Latein als liturgische Sprache verschwand fast vollständig. Das Konzil begann im Oktober 1962. Johannes der 23. hatte es einberufen. Den Konzilspapst hat Helmut Kretzel persönlich kennengelernt, als Zeremoniär von Kardinal Franz König. Als junger Priester war Kretzel selbst beim Konzil dabei, als Stenograf. In den vergangenen 5 Jahrzehnten hat er sich intensiv mit den Folgen des Konzils auseinandergesetzt. In diesen Tagen ist der 84-Jährige mit dem Kardinal-König-Preis ausgezeichnet worden, in Wien, in der Konzilsgedächtniskirche. Kretzel, noch gezeichnet von den Spuren, die ein Sturz mit sich gebracht hat. Der emeritierte Wiener Weihbischof und Zeitzeuge meint über eine der Auswirkungen des Konzils: Die Kirche hat sich am Konzil neu beschrieben. Früher war die Kirche eigentlich ein hierarchisches Gebilde. Papst, Bischöfe, Priester und die Laien sozusagen haben dazugehört und mussten zuhören. Und das Konzil sagt, die Kirche ist das Volk Gottes. Und alle Getauften durch die Taufweihe haben eine gleiche Würde. Und damit ist eine Aufwertung der Laien gewesen und auch eine Herausforderung zur Mitverantwortung. Regina Pollack ist Pastoraltheologin an der Universität Wien. Die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils hat sie in ihrer Jugend in den 1980er Jahren als Selbstverständlichkeit erlebt. In meiner Lehre, in meiner universitären Lehre, bin ich immer wieder damit konfrontiert, dass für Studierende das, was das Konzil hier an Revolution, an Umbruch formuliert hat, Museum ist. Das heißt, da muss ich erst mal verstehbar machen, warum es eine Revolution war, dass Gott das Heil aller Menschen will, dass in anderen Religionen auch der Strahl der Wahrheit zu finden ist, dass andere christliche Kirchen auch heilsrelevant sein können, und dass die Kirche einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Bahnbrechend war die Erklärung Nostra Aetate in unserer Zeit. Das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen wurde neu definiert. Erstmals äußerte sich die römisch-katholische Kirche positiv über den Buddhismus, den Hinduismus, den Islam und insbesondere das Judentum. Und der wichtigste Schritt war sicher in Nostra Aetate das Judenschema, das 4. Kapitel, also wo die Christen endlich abgerückt sind von dieser falschen Theologie, als wären die Juden die Gottesmörder. Und das Verhältnis zu den Juden ist ein ganz anderes als zu den anderen nichtchristlichen Religionen, weil eigentlich das Christentum aus dem Judentum kommt. Der Diskriminierung und dem Antisemitismus wird eine Absage erteilt. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begann ein Brückenschlag zu den anderen Religionen. Also das Christentum braucht das Judentum. Ja, um quasi es selbst zu sein und um sich selbst zu verstehen. Muslime werden mit Hochschätzung betrachtet, aber auf die Frage, wer Mohammed ist in der Heilsgeschichte, ob der Islam eine Offenbarungsreligion ist, der jetzt auch für die christliche Theologie und für christliche Gläubige eine religiös-spirituelle Bedeutung haben kann, ich glaube, darauf gibt es noch keine, sage ich mal,
breiter angelegte Antwort. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte frischen Wind. Diesen wollen viele wieder spürbar machen. Der deutsche Theologe Hermann Hering hält das angesichts neuer Herausforderungen für bedeutend. Wir müssen gegenüber einer säkularisierten Welt auch nicht nur fragen, was ist Christentum und Islam, sondern was ist Religion, was ist unsere Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, wir brauchen so etwas wie eine neue Achsenzeit, wie also Jaspers damals im 6. Jahrhundert vor Christus eine Achsenzeit konstatierte, in dem die Religion jetzt fragen, was ist Menschsein, die prophetischen Richtungen, die in Israel entstehen, sondern jetzt eine Zeit, in der die Religionen endlich miteinander reden. Den Blick in die Weite öffnen, das stand für viele am Beginn des Konzils. Johannes der 23. konnte das Ende nicht mehr miterleben. Nach dessen Tod setzte Papst Paul der 6. das Konzil fort. In den Jahren danach war oft wenig von Aufbruch zu bemerken. Papst Franziskus hat neue Wege eingeschlagen. Wir haben Paul dem 6. zu verdanken, dass das Konzil weitergegangen ist, weil nach dem Tod von Johannes dem 23. nach der ersten Session ist ja das Konzil abgebrochen worden, rechtlich, und es hätte nicht weitergeführt werden sollen. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber was die Durchführung und die Aktualisierung anlangt, ist der Franziskus jetzt der zweite Konzilspapst, auf den wir unsere ganz große Hoffnung setzen. Papst Franziskus setzt auf eine kollegiale Kirche. Es soll offen diskutiert werden, wie kürzlich bei der Familiensynode im Vatikan. Auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, das war schon ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dieses Moment ist vom jetzigen Papst mit aller Schärfe Deutlichkeit aufgenommen, und das ist gut so. Es geht um die Menschen, und dann soll halt die Kirche ein paar Beulen bekommen, das ist nicht das Problem. Da kann man sich in dieser Linie auf das Konzil berufen. Aber das Problem ist, dass ich eben in dieser Bischofssynode auch die andere Linie noch auch wieder durchgesetzt oder jedenfalls gehalten hat. Nämlich, es gibt bestimmte, klare, dogmatisierte Sätze, und an denen ist nicht zu rütteln. Und Entscheidungen lassen auf sich warten. Weiter ringen konservative und reformorientierte Katholiken um die Durchsetzung ihrer Anliegen. Bewahrung der Tradition einerseits, mehr Mitsprache andererseits. Braucht es heute ein drittes Vatikanisches Konzil? Es ist so viel vom Zweiten Vatikanum noch nicht zu Ende gebracht, dass es kein drittes braucht derzeit. Es ist im Sinne des jetzigen Papstes, muss da und dort aufgegriffen werden, was noch aussteht, und endlich in die Tat umgesetzt werden können. Vor mehr als 50 Jahren hat ein Papst die Fenster aufgestoßen. Eine Öffnung der römisch-katholischen Kirche zur Welt sollte das Zweite Vatikanische Konzil einläuten. Heute ist vielerorts ein neuer Blick auf alte Weichenstellungen gefragt.